Es sind noch knapp anderthalb Minuten und dann verbringe ich lieber die Zeit und mache noch was Sinnvolles. Deswegen Radar, Fallen, Fahren und 3 Sterne bekomme ich zwar nicht, aber ich spiele währenddessen einfach das Spiel. Währenddessen ich auf die neuen Teile warte. Und damit hallo allerseits und willkommen beim Kurve nicht kriegen bei Need for Speed Payback. Das ist ja ein blöder Anlauf. Driftzone auch noch. Mit dem Auto, vielleicht krieg ich ja wenigstens die 12.000 zusammen. Sieht noch nicht danach aus. Jetzt wird's eng. Ah, 12.000 schaffen wir. Jetzt müssen gleich die neuen Angebote reinflattern. Dann machen wir jetzt doch keine Radarfalle, weil das dauert jetzt doch zu lang. Orte, 12 Sekunden. Das Weiß zwischen dem Rot, das sieht toll aus. Stufe 16, ja, kostet richtig viel Asche, dann kommen wir unter die 300.000. Ach, hey. 326 für einen Block. 32,3, oh, es bringt Nitro. Du auf jeden Fall, weil du Nitro bringst. Turbo bringt... Wir knacken gleich die 1000 PS. 52! Sprung darauf finde ich nicht gut. Haben wir noch einen anderen Turbo? Dann lasse ich den Turbo und kaufe mir vielleicht... roll mir vielleicht ein. Über 1000 PS, der erste Wagen über 1000 PS. Höchstgeschwindigkeit 3,41. Das kostet Sprungdauer, das ist ja ideal, aber es kostet viel Asche und das bringt halt kaum Vorteil. Klein Vieh macht aber auch Mist. Gut, dann haben wir uns noch einen Turbo. Turbosprung hatte er. Bitte Nitro oder Tempo. Oder Beschleunigung. Schade nicht, Amerikaner. Nitro! Kostet Beschleunigung, bringt aber Beschleunigung, weil Nitro. Und es bringt nochmal wie viel PS? 10. Auf jeden Fall einbauen. So, 341, empfohlen war 92, oder? Das schaffen wir doch. Das ist unser stärkster Wagen von der Stufe her und der erste Wagen über 1000 PS. Moment, Events. Jetzt wieder ganz darunter schippern. Der klingt beim Außenauspufffahren, glaube ich, nochmal etwas anders. Das sieht so cool aus, wie diese Markierung da steht, so im Winkel. Ich glaube, das Nachfolgen klingt eine Ecke anders. Wichtig, dass hier in der Umgebung, dass die Häuser genau einen bestimmten Abstand haben, dass das so auftritt, aber das klingt cool. Ist noch gar nicht lange her, zu Beginn der Aufnahmesession. Ich bin eure Hüterin und ihr hört die Stimme der Straße. Echt täuschend ähnlich, Mac. Was glaubt ihr, wer ist die Hüterin? Keine Ahnung, aber sie kennt sich in der Fortune Valley-Szene aus. Das nervt mich total. Hallo Racer, hier ist eure Hüterin. Ja, zu Beginn der Aufnahmesession war der Wagen standardmäßig noch nicht so pralle. Zwar standardmäßig ziemlich gut, aber jetzt dafür besser. Mal gucken, ob ich den Drift besser hinbekomme. Ja, besser als beim letzten Mal an der Stelle. Bestimmt daran, dass jetzt Nacht ist. Nachts driften die Autos besser. Nee, so, ich muss irgendwas bringen wie die Frösche sind grüner, weil Nacht. Nee. Je tiefer
dafür, dass du plumpst. Sowas in der Art. Egal. Das packen wir doch jetzt, oder? 2,85 war das sogar. 15 plus 41 macht 56. Starten. Wir bekommen den ganzen Kram nochmal erzählt, den er so erzählt. Das finde ich gut. Weil wir es jetzt schaffen. Guten Tag, Mr. Kobashi. Sie sind nicht Holzmann. Wo ist er? Ein Notfall in der Familie. Ich bin sein Backup. Na schön. Fahren Sie mich zu dieser Adresse. Und bitte schnell. Klohaus 7. Wie schnell genau? Wir werden sehen. Mann, der Wagen feuert sowas von verdammt cool nach. Und das ständig während der Fahrt auch. Richtig schön. Zu spitz genommen. Ihr erster Besuch in Amerika, Mr. Kobashi? Habe ich Ihnen den Eindruck vermittelt, dass ich mich unterhalten möchte? Ich mache nur Smalltalk, Sir. Der Ausstieg. Genau deshalb brauchen wir selbstfahrende Autos. Niemals. Dann können wir ja Need for Speed knicken. Ist das schnell genug für Sie, Mr. Kobashi? Es ist ein Anfang. Vorhin hat er was anderes gesagt, oder? Kobashi hier. Ich bin unterwegs. Wollen wir den Wagen freigeben? Ja, nee. Nitro ist auf jeden Fall besser als vorhin. Moment, meine Lebensversicherung. Geben Sie Bescheid. Ich melde mich, wenn ich im Safehouse bin. Blub, 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 blub. Das Feuern, komm, jetzt. Oh. Sie schweigen hier. Wie erfreulich. Steht natürlich ist hier wieder ein Auto. Sie gehören nicht dem Haus an. Das so, FPS-Einbruch. Bevorzugt stumpfe, gehorsame Helfer. Für wen arbeiten Sie? Einen Feind des Kollektors vielleicht? Ich arbeite für niemanden. Das glaube ich nicht. Viel mehr Zeit habe ich nicht. Ich glaube 4 Sekunden mehr. Blöd, Mann. Wir sind fast da. Hier hatten wir auch schon mal 12 Sekunden Vorlauf. Aber wir schaffen den Checkpoint. Aber mehr? Das ist die Frage. Je mehr Vollgas, desto besser für uns. Tankstelle Nitro mitnehmen? Nein. Umweg, Gefahr zu groß, deswegen bleiben 6 Sekunden. Und das mehr als pünktlich. Mehr als. Oh, böse Wand. Scheiße. Oh, 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 nein. Wow, diese Wand. Im Ernst? Ja, im Ernst. Gehst jetzt wieder durchs Dach, Jess? So viel Geld ausgeben für die paar Meter. Das war ja gar nicht mehr so viel. Ein Kilometer, ja, das ging aber recht schnell. Dieses Berg auffahren. Sprung ist kacke. Och nö, nee. Grüßen Sie Ihren wahren Auftraggeber von mir. Ich werde Sie bald treffen. Diese Stimme. Sehen wir uns doch mal dieses Lager an. Ich habe den VIP abgesetzt. Ich soll dich von ihm grüßen. Was soll das heißen? Er weiß, dass ich gegen das Haus arbeite. Ich werde wohl auffliegen. Verdammt. Dann war das dein letzter Job für das Haus. Das habe ich schon kommen sehen. Was hast du erfahren? Über den zweiten Wagen? Sie bringen ihn in ein Lager. Das interessiert mich nicht. Mich aber. Ich fahre gerade dorthin. Noch steht meine Tarnung. Ich werde rausfinden, wohin dieser Wagen gebracht wird. Lass es sein, Miller. Das ist ein Befehl. Tja, ich stehe nicht so auf Befehle. Jetzt wird's interessant. Bin mal gespannt, was passiert. Hauptsache, wir verlieren unseren Camaro nicht. Und die restliche Crew auch nicht. Plus die Wagen, aber die gehören ja mit zur Crew. Jetzt bin ich gespannt. Ziele eine Sprungdistanz von 10 Metern und entkomme. Hier gibt es bestimmt keine Sprungschanze. Ich nehme es mal an. Ein BMW, ein SUV. Keine Chance. Wer bist du? Kobashi hat die Erlaubnis gegeben, den Wagen ins Lager zu bringen. Was? Der Kollektor will ihn am Fortune Valley Day im Rift VIP Terminal ausstellen. Ja. Aber ganz sicher? Platt machen. Also, wie war das mit dem Lager? Verdammt!
Diese Arschlöcher haben die Cops auf mich gehetzt. Killswitch, na toll. Bei Nacht kommt schon ein Helikopter an. Oh, vor uns ist ein Killswitch-Typ. Autschi. Wo ist er denn lang? Ach so, wir fahren da auch lang. Ja, der gelbe Pfeil, der ist schön weit vor uns. Irgendwo mal 10 Meter springen. Das hätte ich da schaffen können. Nee, darf ich nicht denken. Ach, ich muss ja noch die Zeit anhalten. Mist. Ich muss irgendwo noch 10 Meter springen. Ah, hier. Start mit dem BMW damals. Oh, der Turm kommt auch später rein. Was ist das? Das ist ja auch ein Totschalter. Kabelbänder. Hab ich gesehen. Da links auch. Die werden sogar beleuchtet. Deppen. Aber bei Nacht sieht man die relativ gut. Oh. Eine Mauer von Autos. Kobashi hat mich auffliegen lassen, jetzt habe ich die Cops am Hals. Ich sagte dir, du solltest ihn lassen. Die gute Nachricht ist, ich weiß, wo Kobashis Auto sein wird. Das Auto ist unten. Mist. Dann stürzt dich nicht, wenn meine Crews klaut? Nicht im Geringsten. Das wird, glaube ich, nichts mehr. 25 Sekunden. Das war jetzt ein richtiger Zeitfluss. Was das Licht geht, nicht mehr. Mist. Wir müssen anhalten. Das ist verkehrsunsicher. Noch passzeitig. Das klingt, als wäre ein Helikopter hinter uns. Ich habe ein zweites Auto gefunden. Wirklich? Ruf Ty und Mac an. Wir müssen uns treffen. Wo bist du jetzt? Das Haus hat ein paar Cops auf mich angesetzt. Ein EMP-Mann. Navarro hat erkannt, dass sie eine Verrückte fährt. Sowas in der Art. Zeit verlängert. Geh weg. Nein. Warum blinkt er eigentlich so rot, weil er gleich kaputt ist? Scheiße, Geröll. Autsch. Geröll. Schwarzes Geröll. 29 Sekunden, 6 Kilometer noch. Niaum. Oh, sagt er sich auch. Auto blinkt. Tat ihm nicht gut. Scheiße, Mist. 10 Meter noch springen. Naja, jetzt nur kostet es halt 1000. Oh, wir sind gerade abgehoben. Boah, was macht denn der BMW? Der klang ja cool. Der ist da rumgehobbelt, etwas herumgewippt und der klang dabei cool. Ich hätte abkatzen können. Hier kommen gar keine Straßensperren oder sowas mehr. Camaro ist eines der coolsten Autos hier im Spiel, glaube ich. Sag ich mal jetzt schon. Auch wenn die ganz super top Autos nicht dabei sind, aber der ist herrlich. 23 Sekunden, coole Senke hier. Da blinkt ein Chip rechts. Keine Zeit. Ja. Oh, so gut durchgekommen. Relativ gut war das, ja. Hinter uns der gelbe Typ. Mit seinem EMP-Kram. Verstanden, 15 Sekunden, schon lange nicht mehr am Ticken gewesen, die Uhr, aber jetzt kommt der nächste Checkpoint nicht. Jetzt wird's eng. Fast schon Ziel. Ein paar Meter noch. Wir haben zumindest wieder Schluss mit Verfolgung. Richtig. 100 Meter noch. Der gelbe Typ ist auf der Karte noch hinter uns. 25 Sekunden, das geht klar. Wieso versucht ihr es überhaupt? Camaro zu stark. 50 Meter sogar, krass.
glaube, die Autolog-Zeit war jetzt drüber. Wir hätten noch 25 Sekunden über, wir hätten aber 35 gebraucht. Für Autolog. Um das eben punktgenau zu schaffen. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verrechnet. Oh, Bremsen. Schlimmer wäre nur Sprung und das ist sowieso doof. Ich hätte gern ein Wrackteil. Ein Wrack. Oh, Corvette. Graspar. Einen Porsche Panamera Turbo, den auch die Brokerin fährt. Ein 911er Carrera S 991. Basislieferung. Coole Autos. Ich bin die Kopf. Noch einer. Alles okay. Das Haus hat dich enttarnt und wir haben keine Ahnung, für wen Kobashi wirklich arbeitet. Für mich klingt das nicht nach okay. Und was hast du jetzt vor? Ich tauche erstmal ab. Sobald ich weiß, wie es weitergeht, wird es von mir. Und was machen wir jetzt? Geld scheffeln? Köderkisten mitnehmen? Hier oben wäre was zum Driften. Drift Trial. Akikimura. Wie hieß denn der aus dem Vorgänger? Den Amy so verehrt hat. Unser Drifter ist drüber, das machen wir jetzt. Haben wir ja schon angefangen. Nein, die hängt zu weit oben. Ob ich mich noch ablenken lasse mit irgendwie Street Racer oder einer Köderkiste, bis ich da oben bin. Ah, sieht gut aus. Für eine Nicht-Ablenkung. Muss aber noch die Serpentine hoch. Ah, es muss eine. Der X7, auch so ein schönes Autochen. Mann, haben wir einen tollen Fuhrpark. Also, Akikimura hat deine Herausforderung angenommen. Beweise ihm, dass du der ultimative Driftkünstler bist, indem du seinen Rekord im Silver Canyon All-Star Run brichst. Lang lebe der König. 280, wir haben 332. Wenn wir wechseln. Tausend ohne Unterbrechung? Nee. Vergiss es, Mac. Du hast keine Chance, meinen Rekord im Silver Canyon zu brechen. Zu viel Krampf. Das wird sich zeigen. So, nachdem ich jetzt den Runner hatte, mal wieder driften. Das ist erstmal eine kleine Umstellung. Boah, 25.000 jetzt schon. Wir brauchen auf nur 5 Kilometer eine Dreiviertelmillion. Überhaupt nicht eingefahren. Jetzt habe ich die ganze Zeit was anderes gemacht. Das ist keine gute Vorbereitung. Aber wer es kann, der kriegt das auch beim ersten Mal frisch aus dem Kühlschrank hin. Gott, nur 100.000 bisher. Das ist boah, Mann, gefällt mir, wie er das sagt. Also für jetzt nur noch 4 Kilometer und noch so viele Punkte ausstehend, ist das schlecht. Also, Aki, wenn ich ein Künstler bin, und der Aki. Offroad stehe. Ich fahre nicht Offroad. Ach komm schon, das macht Spaß! Guck mal, muss ich noch viel mehr mitnehmen. Los geht's! Der Aki feuert uns sogar an, was ist denn hier los? Warum war ich überhaupt besorgt? Du wirst meinen Rekord niemals brechen. Ich hab das glaube ich jetzt auch. Noch nicht mal die Hälfte. Nur noch 2,5 Kilometer. So kannst du den Drift King nicht schlagen. Sehr cool. Knapp über die Hälfte habe ich jetzt. Coole Kurve voraus, weniger Gas. Nee, ist ein Replikator, Maimo. Was ist denn heute mit dir los? Hier brauche ich viel mehr Schwung für dieses kleine Eck. Das ist eine ziemlich langgezogene Kurve gewesen. Ach, sag bloß. Deine Großspurigkeit ist doch
doch nichts als Show. Du bist ein Künstler, wie ich. Van Gogh, baby! Da ist schon das Ziel. Boah, mir fehlen über 150.000. Das ist nicht gut. Mir fehlt eindeutig zu viel. Stimmt sogar. Nicht heute, nicht in dieser Folge. Immer schöner Funkflug. Oh, das war knapp. Ah, knapp war es nicht. Kriegen wir trotzdem Punkte? Also Geldpunkte? Na gut, dann machen wir es nochmal, aber erst in der nächsten Folge. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.